Warum ich behaupte, ich hätte Furcht vor dir. Ich war ein ängstliches Kind. Trotzdem war ich gewiss auch störrisch, wie Kinder sind. Gewiss verwöhnte mich die Mutter auch. Aber ich kann nicht glauben, dass ich besonders schwer lenkbar war. Ich kann nicht glauben, dass ein freundliches Wort, ein stilles bei der Hand nehmen, ein guter Blick mir nicht alles hätte abfordern können, was man wollte. Nun bist du ja im Grunde ein gütiger und weicher Mensch. Aber nicht jedes Kind hat die Ausdauer und Unerschrockenheit, so lange zu suchen, bis es zu der Güte kommt. Du kannst ein Kind nur so behandeln, wie du eben selbst geschaffen bist. Mit Kraft, Lärm und Jähzorn. Und in diesem Falle schien dir das auch noch überdies deshalb sehr gut geeignet, weil du einen kräftigen, mutigen Jungen in mir aufziehen wolltest. Mein Schreiben handelt von dir. Ich klagte dort ja nur, was ich an deiner Brust nicht klagen konnte. Du hast dein ganzes Leben lang schwer gearbeitet, hast alles für deine Kinder, vor allem für mich, geopfert. Ich habe infolgedessen in Saus und Braus gelebt, habe vollständige Freiheit gehabt zu lernen, was ich wollte, habe keinen Anlass zu Nahrungssorgen, also zu Sorgen überhaupt gehabt. Du hast dafür keine Dankbarkeit verlangt. Du kennst die Dankbarkeit der Kinder. Aber doch wenigstens irgendein Entgegenkommen, Zeichen eines Mitgefühls. Stattdessen habe ich mich seit jeher vor dir verkrochen, in mein Zimmer. Zu meinen Büchern, zu verrückten Freunden, zu überspannten Ideen, offen gesprochen, habe ich mit dir niemals. Direkt erinnere ich mich nur an einen Vorfall aus den ersten Jahren. Du erinnerst dich vielleicht auch daran. Ich winselte einmal in der Nacht immerfort um Wasser. Gewiss nicht aus Durst, sondern wahrscheinlich teils um zu ärgern, teils um mich zu unterhalten.
Nachdem einige starke Drohungen nicht geholfen hatten, nahmst du mich aus dem Bett, trugst mich auf die Pavlatsche und ließest mich dort allein vor der geschlossenen Tür ein Weilchen im Hemd stehen. Ich will nicht sagen, dass es unrichtig war. Vielleicht war damals die Nachtruhe auf andere Weise wirklich nicht zu verschaffen. Ich will aber damit deine Erziehungsmittel und ihre Wirkung auf mich charakterisieren. Ich war damals nachher wohl schon folgsam, aber ich hatte einen inneren Schaden davon. Das für mich Selbstverständliche des sinnlosen ums Wasser Bittens und das außerordentlich Schreckliche des Hinausgetragenwerdens konnte ich meiner Natur niemals in die richtige Verbindung bringen. Noch nach Jahren litt ich unter der quälenden Vorstellung, dass der riesige Mann, mein Vater, die letzte Instanz, fast ohne Grund kommen und mich in der Nacht aus dem Bett auf die Pavlatsche tragen konnte und dass ich also ein solches Nichts für ihn war. Nichts für ihn war. Nichts für ihn war.